So, ich sag's mal Hallo und ich habe ja gesagt heute Morgen, dass ich nicht immer so streamen kann, wie ich will. Der Max, der hat heute Nachmittag andere Dinge vorgehabt, deswegen. Warum ist da kein Ton? Ah, jetzt. Die Musik machen wir erstmal aus. So. Deswegen bin ich jetzt erst hier. Aber, was ich gemacht habe, offstream, sind ein paar Tests mal gemacht. Und wir fangen erstmal mit dem einen Test an, weil es kam ja die Frage im Stream und mich hat es jetzt auch selber interessiert, wie genau ist denn jetzt eigentlich so eine Mehrfachraketenwerfer? Wir machen mal ganz auf ganz leicht, sehr einfach, genau, bla bla bla, so. Und ich hoffe, dass es jetzt geht und nicht vorverfickt ist. Ich habe es 10-mal jetzt getestet. Und 10-mal hat die Arti dasselbe gemacht. Und das ist auch der Grund, warum die so lala beim Treffen ist. Wir nehmen jetzt auch nur eine Artis, und zwar zum Beispiel den Lars. Und starten die Schlacht. Ob ich jetzt gewinne oder verliere, ist egal. Machen wir automatische Aufstellung. So, lass mal stehen. So, mir geht es nur darum, wegen dem. Wir schießen jetzt mal hier hin. Und es wird immer, wenn es so ist, wie es jetzt die ganze Zeit war, die Arti, die ersten Raketen hier eintreffen. Linke Seite von dem Kreis, meist auch sogar ein bisschen außerhalb. Und dann wandert er in der Seilwinde von links nach rechts durch den Kreis, bis er rechts angekommen ist. Er macht genau dasselbe. Und das ist der Grund, warum ihr nicht mit trefft. Weil, natürlich, wenn ihr hier eine Einheit beschießen wollt, die jetzt hier zentral ist, man zieht ja dann zentral drauf, und ihr werdet mit den ersten Raketen den definitiv nicht treffen, weil sie immer links im Kreis einschlagen. Und das Feuerbild wandert so ein bisschen von links nach rechts jetzt in der Salve. Und irgendwann treffen Raketen in der Mitte auf. Das Problem ist, ich zum Beispiel spiele ja so, damit ich nicht gecountert werden kann, tue ich ja die Mehrfachwerfer irgendwann bewegen. Meistens nach, sagen wir mal, den ersten 10 Raketen. Das heißt, manuelles Zielen werde ich nie, nie und never irgendwas treffen. Es geht einfach nicht. Du triffst nichts. Jetzt ist er erst zentral. Das heißt, bei der Hälfte fängt er an, zentral zu werden. Kommt ja ungefähr hin, weil er tut ja die komplette Salve feuern und er wandert von links nach rechts durch das Feuerbild durch. So. Das nur mal zeigen. Irgendwann ist er halt rechts. So, bei der Haubitze ist das etwas anders da. Deswegen ist die Haubitze gar nicht mal so verkehrt. Hat er eine aufgebaut? Hallo? Ich will meine Haubitze setzen. Darf ich nicht? Warum darf ich meine Haubitze nicht setzen? Hä? Das ist ja komisch jetzt. Okay, Moment. Kapitulation. Haubitze ist das ein bisschen anders da? Aber jetzt ist schon mal verstanden. Und übrigens ist dasselbe, macht er auch bei Counter-Batterie. Wenn er den Button Counter-Batterie benutzt, bei Mehrfachwerfern, sind erst in etwa die Hälfte der Salve wird in etwa erst effektiv, weil sie dann dahin trifft, wo sie hintreffen soll. Vorher passiert das halt nicht. Bei den Haubitzen kann ja das auch nochmal mit zwei demonstrieren. So, und dann wollen wir einfach mal hier ein paar Panzer. So, bla bla bla. Ist ja egal. So, Schlacht starten. Fahren wir da vorne hin. So. So, wir lassen jetzt den mal hier hinschießen. Mit zwei. Und wie wieder der Kreis. Nicht ganz ran zum So. Hier werden die ersten Schüsse eintreffen. Das ist der nächste Test. Jetzt auch bei zwei Artis müsste es genauso sein. Bei zwei Artis habe ich es gar nicht getestet. Ich habe es immer mit einer einzelnen getestet. Hätte ich mal mit zwei testen sollen. Mal gucken. Die Raketen fliegen. Jawohl. Also treffen auch bei zwei Artis genau das gleiche. Erst geht alles nach links.
und es wandert in derselbe dann nach rechts. Und diese Art, ja, Schussbild macht der Mehrfachwerfer die ganze Zeit. So, anderes Schussbild. Haubitze. Lassen wir mal hier hinschießen. So. Ihr seht schon, das sieht dann halt ein bisschen anders da aus. Achso, nee, wir haben außersehen den Lars dahin geschossen. Also Haubitze ist der Kreis enger und ihr trefft mit den ersten Schüssen schon zentraler. Also die Haubitze ist wesentlich. Seht ihr, der ging schon genau rein. Die Haubitze funktioniert so wie im Wargame Red Dragon. Das ist gar kein Problem. Aber der Mehrfachwerfer, der macht Probleme. Also der Mehrfachwerfer macht richtig Probleme. Also theoretisch, sagen wir mal, wir machen jetzt mal ein manuelles Zielen. Seid ihr überhaupt noch? Ja. So, wir machen mal manuelles Zielen. Ich will das Gebäude treffen. Wenn ich das Gebäude jetzt mit der ersten Seife treffen will, muss ich theoretisch so zielen. Wahrscheinlich ein bisschen weiter vorne schieben, damit hier die ersten Raketen eintreffen, weil jetzt der Anfang der Seife immer links landet. Mir hat gerade meine Arti. So. Hier müssten die ersten Raketen jetzt treffen. Also wie gesagt, ich habe jetzt versucht, das Gebäude zu treffen. Und es passiert was ganz anderes. Ist ja geil. Jetzt trifft es zentral. Moment. Warum trifft es denn jetzt zentral? Ist das jetzt, weil die Munition halb aufgebraucht war? Ohne Moment, das will ich testen jetzt noch. Das müssen wir jetzt noch testen. Ist das jetzt abhängig davon, welche Munition gerade verwendet wird, quasi vom Mehrfachwerfer? Das wäre ja oberdoof. Also Theorie jetzt, wir schießen mit denen, wenn sie vollgeladen sind, voll aufmunitioniert sind, schießen wir dann nochmal und versuchen das Gebäude zu treffen, so dass wir quasi links schießen. Mit dem machen wir einfach mal freies Feuern. Also Haubitze brauchen wir nicht drüber reden. Rapitze funktioniert nicht anders da wie beim Wargamer Attacken. Das ist kein Unterschied, aber es ist halt der Scheiß ist halt mit dem Mehrfachwerfer, ne? So, wir warten bis die Salve wirklich voll ist. Kann ja mal ein bisschen schneller stellen gerade. Oh, das wird nicht reichen. Der ist fast voll. Der ist noch nicht voll. Siehst du mal, was die Ressourcen fressen. So, jetzt können wir mit einem neuen Test starten. Also jetzt meine Theorie ist jetzt, ich möchte das Gebäude treffen. Wenn ich so ziele, treffe ich es nicht. Deswegen, weiß ja jetzt, dass die Salve links anfängt. Deswegen ziele ich jetzt so und ich werde das Gebäude voll treffen. Wollen wir wetten? So, und die zweite Theorie ist, das sage ich ihr gleich dann gleich. Jetzt warten wir mal ganz kurz auf die Schüsse. Ja, ich habe recht. Okay, also, ne, ihr seht, ne, ich habe es ausgetestet heute Nachmittag. Ich habe recht. Wenn ihr das Gebäude, wenn ihr irgendwas direkt mit der ersten Raketen treffen wollt, müsst ihr das so ziehen, dass es links halt einschlägt, weil die komplette Seife von links nach rechts durchwandert. So, jetzt ist die zweite Theorie. Wir lassen ihn jetzt mal schießen, bis er ungefähr bei der Hälfte der Schüsse angekommen ist. Müssen wir natürlich ganz mal kurz mal wegmachen, weil sonst schießt er die ganze Zeit in die Richtung. Weil der Trefferbild hat sich ja komplett verändert, wo er bei der Hälfte der Raketen angekommen ist. Weil wenn er bei der Hälfte der Raketen ankommt, ist er in der Mitte des Kreises auch. Und das heißt, wenn er jetzt nur noch gleich 36, also die Hälfte ist in 18, wir müssen jetzt auf 18 Raketen runter. Und dann stoppe ich. Und dann ist meine Theorie, wenn du dann normal zielst, das heißt beim Kreis direkt auf das Gebäude,
dann werden wir auch das Gebäude direkt treffen, weil es die mittlere Munition ist. Also total doof ausgedrückt. Aber ihr seht gleich, was ich meine. Und das ist halt total dämlich, dass das so ist. Da muss Eugen auf jeden Fall was machen. Das ist ja voll dämlich. So, gleich stoppen. Eine Salve noch. Einmal schießen. So, stopp. So, 18 Schuss. Ihr seht, hier unten 18 Schuss von 36. Hier ist 17, ein bisschen weniger. Meine Theorie ist jetzt, da die Salve so programmiert, das Spiel ist so programmiert, dass die ersten Raketen halt hier einschlagen, links. Und jetzt sind wir bei dem Magazin bei der Hälfte angekommen. Jetzt will ich das Gebäude treffen. Und wenn ich genau zentral ziele und ich habe recht, dann müsste man genau das Gebäude treffen. So, und das heißt aber im Umkehrschluss noch was anderes. Da komme ich dann gleich, wenn wir jetzt den Test gemacht haben, da komme ich gleich drauf. So, mal gucken, wo die Raketen einschlagen. Genau, zentral, ich habe recht. Es funktioniert genauso, wie ich es gesagt habe. Der Wahnsinn. Also, Programmierung der Mehrfachwerfer verstanden, warum die so scheiße sind. Nochmal zusammengefasst, ist das Magazin voll? Ist das Magazin voll des Mehrfachwerfers? Und man hat den Kreis, dann fängt's, also ich nochmal so zeigen, ist das Magazin voll, dann kommen erst die Schüsse erst hier rein. Je weniger in dem Magazin ist und man an der Hälfte des Magazins des Mehrfachwerfers angekommen ist, ist man genau zentral. Alles, was weniger als die Hälfte ist, ist rechts dann im Kreis. So funktionieren Mehrfachwerfer in Wano. Total scheiße. Gut. Im Umkehrschluss, was bedeutet das natürlich für Counterbatterie? Für Counterbatterie bedeutet das genau das Gleiche. Das habe ich nicht auch ausgetestet. Das heißt, wenn ihr den auf mit dem als Gegenartillerie hier benutzt, ne, die automatisierte, der zielt ja genau zentral auf den Punkt, wo die Arti ist. Und er wird aber dann nichts treffen mit den ersten, hier jetzt sind es ja 36 Raketen, mit den ersten 18 Raketen wird er nicht genau den Punkt treffen, beziehungsweise die gegnerische Arti, sondern erst ab Rakete 18 oder sagen wir mal Rakete 20 bis 18 ist im Ziel, alles andere ist zu weit links oder zu weit rechts. Ist total dämlich, ist aber so. Ich kann es ja nicht ändern. Ist halt so. Also die Haubitze ist wesentlich genauer. Ja, das war das zu dem schon mal. Zum anderen, da gehen wir jetzt mal raus, ging es ja nochmal wegen dem deutschen Deck und die Probleme, was jetzt zum Beispiel die Panzergrenadiere haben. Ich habe mir jetzt mal ganz überlegt, wie man es kompensieren kann. Und zwar folgendermaßen, dass ich jetzt deckspezifisch jetzt für die 5. Panzergrenadiere, 5. Panzerbrigade, und zwar, das Kind ist gerade weggelaufen, okay, und zwar, falsches Deck, ich habe es bei dem halt geändert, muss ich es noch ändern, bei dem habe ich es geändert, und zwar bei der Infanterie. Es geht ja darum, dass der, beziehungsweise ich fasse jetzt nochmal hier zusammen. Es geht ja darum, dass zum Beispiel die mechanisierte Infanterie der Amerikaner, wie jetzt zum Beispiel das Fireteam Law oder das Fireteam Dragoner, mit den 6 Mann Stärke, wesentlich stärker ist als der Marder in offensiven Aktionen, nicht in der Defensive, weil die leichte Unterstützungswaffen haben und die Deutschen haben nur das MG3. Das Problem ist beim MG3, deswegen schalte ich das nochmal ganz kurz rum, ist ja diese Bewegungssache. Dasselbe Prinzip gibt es ja im Wargame Red Dragon auch. Ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt da, die Funktion. Es gibt halt Maschinengewehre, die du nun in der Stadt stationär benutzt, wo sie effektiv sind, oder die du auch in der Bewegung benutzen kannst. Dasselbe ist hier im Wano. Aber die Marder, also die Panzergrenadiere, Marder, die leiden sehr darunter, weil sie halt nur 5 Mann stark sind. Und sind eigentlich im beweglichen Gefecht. Das heißt, wenn sie in der Offensive sind, sie bewegen sich, sind sie quasi nur mit den G3 A4 effizient und das MG3 und die Panzerfaust kannst du halt knicken. Das heißt, die Panzergrenadiere sind nur in der Defensive oder nur zum Support gut. Das heißt, wenn irgendwas vor ihnen steht
und die dann quasi die Einheit, die vor ihnen steht, dann unterstützen. Dann ist es nicht so schlimm, weil die Einheit, die vor ihnen moved, die muss halt bewegliche, also in der Waffen haben, die gut in der Bewegung sind. Und wenn der Kampf angefangen hat, dann geht es ja in das Stationäre über, dann sind die Panzergrenadiere wieder stärker als die gegnerische Infanterie. Und wenn man jetzt hier das Fireteam Lord zum Beispiel nimmt, das Fireteam Lord ist zum Beispiel, man kann dann einfach sagen, Dragona ist jetzt besser, weil jetzt der die 1500 Meter Range hat und der hat nur die Lore, der hier ist im Wald, unterstützt durch einen Bradley, sind die stärker gegen Infanterie, weil sie zwei Unterstützungswaffen haben, die sie halt aus der Bewegung gut benutzen können. So, das ist das eine. Wie umgehe ich jetzt das Problem bei den Deutschen, dass sie halt stationär sind? Und zwar ist es halt die Lösung, die billige Infanterie. Es gibt die Feldjäger und es gibt die Sicherungstruppe. Die Sicherungstruppe hat nur G3-Gewehre, das ist ja genau das, was gut in der Bewegung ist. Und der Feldjäger noch besser mit den 80% und 92% in der Bewegung. Jetzt ist es halt so, man muss die halt zusammen spielen können, zusammen das Mikromanagement machen. Und das ist halt ganz einfach in Wargame Red, hier in Wano gelöst. Gibt es einen ganz einfachen Kniff. Wenn wir jetzt ein Gefecht nochmal machen, um das zu zeigen. Man kann Einheiten sich gegenseitig folgen lassen und supporten lassen. Das heißt, dass alles, was halt Befehle sind für warte mal, hier nochmal ganz kurz und dann brauchen wir nur dich, um das hier zu zeigen und den Marder, um das zu zeigen und Schlacht starten. Ihr macht einfach hier vorne Trouble, da können wir in Ruhe testen. Und zwar, wenn ich die jetzt absetzen lasse, beide, dann ist es so, wie gesagt, ich möchte ja, dass quasi die Sicherungsschützen vor den Panzergrenadieren laufen, um und die Schwäche der Panzergrenadiere in der Bewegung in der Offensive ja, zu negieren. Einfach die Einheit nehmen, rechte Maustaste drauf. Mehr müsst ihr nicht machen. Dann wird alles, was an den Einstellungen hier ist, es gibt ja hier auch Einstellungen, wie sich die Einheit zu verhalten hat, defensiv, weiß ich was, bla bla bla, kannst ja alles hier möglich einstellen, wird für die Panzergrenadiere in dem Moment, weil ihr habt mit denen rechte Maustaste hier drauf gemacht, das wird negiert, also es wird einfach komplett ausgehobelt, der folgt einfach denen und alles, was die Einstellung angeht, betrifft nur noch die Sicherungstruppe. Und wenn er die Sicherungstruppe halt vorschickt, laufen die hinterher und supporten die. Seht ihr das? So. So. Und wenn er die zum Beispiel zusammen in ein Haus schickt, die bleiben auch zusammen in einem Haus. Die setzen sich zusammen ins Haus rein. Und so kann man die Schwäche der Panzergrenadiere wunderbar entgehen. Normalerweise müsste er jetzt ins Haus gehen, der Panzergrenadier. Hat es die ganze Zeit gemacht. Jawohl, so sind sie beide im Haus verschanzt. So. Wenn er die rausholen wollt, also die Panzergrenadiere nicht anklicken, sondern nur die Sicherungstruppe andrücken, ihr wollt ja die quasi zusammen rumlaufen lassen und dann ist das wie eine Einheit, als ob du eine 16 Mann stark eine Einheit halt hast. Zusätzlich, das habe ich noch nicht probiert, wenn du jetzt hier rechte Maustaste, genau das funktioniert nämlich nicht, mit solchen Fahrzeugen, weil das Problem ist ja, dass die, wenn ihr jetzt hier rechte Maustaste draufdrückt oder hier rechte Maustaste draufdrückt, dass er die Einheit aufnimmt und die setzen sich in die Einheit rein. Das ist halt ein Transportpanzer. Wenn ihr aber, sagen wir mal, den hier zum Support von der Infanterie benutzen wollt im Wald, dann funktioniert das auch genau das gleiche Prinzip. Dass er einfach halt alles Mögliche mit der rechten Maustaste. Ihr klickt einfach die Sicherungstruppe ein. Die Sicherungstruppe ist quasi die Führungseinheit. Und wenn wir jetzt die mal hier reinlaufen lassen, der Panzer folgt der Sicherungseinheit. Und die Panzergrenadiere folgen und die supporten. Das heißt, wenn jetzt die Feinde im Wald auf euch treffen, dann werden die billigen Sicherungseinheiten als erstes in den Kampf gehen. Und sobald die im Kampf sind, supportet der Rest und ihr werdet in der Regel dann in dieser Formation
die Sache gewinnen. Also es funktioniert richtig gut mit den Formationen. Ihr seht ja das. Nur mal das so als Tipp. Das habe ich heute Nachmittag alles mal so rausgefunden. Ja, wie gesagt, irgendwas noch, was war. Nee. Also theoretisch könntet ihr das auch machen mit dem Marder, mit dem Gepard und mit dem Leo. Ne? Das Problem ist halt, dass der Leo, dass der Gepard von den Gegnern, weil du hast ja mehr offene Flächen dann, wenn du die beiden nutzt, wird immer der Computer jetzt zum Beispiel auf die schwächere Einheit schießen. So, also, wenn ich jetzt den und der wird den immer folgen. Der Gepard wird den jetzt immer überall hin folgen. Hat halt keinen richtigen Mehrwert, weil ja, es macht keinen Sinn. Wo es Sinn macht, zum Beispiel, wenn ihr einen Scout-Heli habt und ihr wollt einen zweiten Heli, der mit Anti-Air bewaffnet ist oder sonst was, im Verbund rumfliegen lassen, da ist das natürlich auch ja, toll. Oder wenn ihr halt, sag mal, mit Marder, die billiger sind als die 2er3, wenn ihr die ins Gefecht schicken wollt und ihr wisst nicht, ob da Infanterie oder sonst was vor einem ist, dann könnt ihr natürlich den Marder anklicken mit der rechten Maustaste. Der Marder fährt vor, der Leo fährt hinterher. Könnt ihr das so auch nutzen. Ne? So, als Tipp. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach nochmal ein Spiel. Ein richtiges. Ich mache nochmal ganz kurz die Tür zu, machen wir nochmal einen ganz kurzen Kaffee und bin gleich wieder da. Einmal nochmal die Stimme ölen und dann hören wir uns gleich.